Ein Gottesdienst in einer reformierten Kirche hat viele Elemente. Sei es das Abendmahl, eine Predigt, das Beten und natürlich auch das gemeinsame Musizieren. Ich selber habe mal ein Zeitchen Orgel gespielt und durfte so den einen oder anderen Gottesdienst begleiten. Zurückschauend habe ich es aber überwiegend langweilig gefunden, immer die gleich tönenden Stücke aus der Klassik zu spielen. Umso mehr habe ich gestaunt, als ich auf den Verein Metal Church aus Niederbipp gestossen bin. Wie passt es zusammen, Metal und Kirche? Ich meine ja nur... Für Samuel Hug, der Pfarrer von Metal Church, hat das eine einfache Erklärung. Ich will mal grundsätzlich sagen, dass ich meine, dass Musik an und für sich einmal wertneutral ist, sondern Musik bewegt einfach einmal Emotionen und drückt etwas aus. Und ich will richtig nachher, dass es das inhaltlich geht. Das entscheidet nachher eigentlich, das entscheidet der Text, das entscheidet der Musiker, der sie aufführt, oder durchaus auch noch der Hörer, was er jetzt konkret damit macht. Tatsächlich sind der Metal und die christliche Religion näher als die Menschen denken. So ist zum Beispiel der White Metal in den 80er Jahren gegründet worden, als Antwort auf den satanistisch prägten Black Metal. Unter fast alle unzähligen Metal-Stile ziehen sich auch christliche Bands. Ein Gedankensprung zu einem Metal-Gottesdienst ist wegen dem nicht mal so unwahrscheinlich. So haben vor 6 Jahren in Niederbipp Christen aus der Szene die Metal Church gegründet. Laut Samuel Hug ist dieser Gründung aber viel Zeit vorausgegangen. Das Wichtigste in diesem Prozess ist die Suche nach den passenden Leuten. Gute Musiker, die ein Herz für Metal haben, aber auch ein Herz haben für Kirchenmusik. Die Kombination, die ist jetzt nicht unbedingt gerade, die finden wir nicht überall. Und wo das dann nachher, da die richtigen Leute auftaucht sind, ist noch das Netzwerk eigentlich schon rum, um nachher auch zu starten. Passend zu ihrem Motto, Hard Music, Strong Message, bietet die Metal Church einen mittlerweile breiten Strauß an Anlässen. Das Angebot reicht vom Event Bibel, Bier und Metal bis zu Familiengottesdiensten und Konzerten. Ein Gottesdienst in der Metal Church unterscheidet sich aber in vielen Faktoren vom klassischen Bild. Der Wein wird jetzt nicht mehr in Pokalen ausgehändigt, sondern in Hörner. Und es ertönt verzerrte Musik aus den lauten Verstärkern. Aber für den Samuel Hug, Pfarrer in der Metal Church, ist er offensichtlichst Punkt. Die Umgebung. Unsere Event-Gottesdienste, die finden bewusst nicht in einer Kirche statt, sondern eben in einem Club. Wir sagen, wir wollen dort sein, wo sich die Leute sonst auch bewegen. Und es ist eben so, in einem Club kannst du dich frei bewegen. Also es gibt nicht irgendwie Bänke oder Stühle, wo du musst hinsitzen musst und dann bist du für die Zeit des Gottesdienstes fix, sondern kannst dich frei bewegen. Du kannst das auch die Nähe und Distanz zum Geschehen wirklich total frei wählen. Aber auch außerhalb der Clubs ist die Metal Church tätig. Während dem Greenfield Festival im Jahr 2018 hat der Metal-Pfarrer Samuel Hug zusammen mit KollegInnen ein Team aufgestellt, das Festival-Seelsorge angeboten hat. Der Service ist auch von mehreren hundert FestivalbesucherInnen in Anspruch genommen worden. Auch mit anderen Kirchengemeinden werden häufiger Events aufgestellt, wie zum Beispiel in der Kirche zu Bern Bethlehem. Ein Gottesdienst im grossen Berner Münster könnte sich der Samuel Hug zwar durchaus vorstellen, wäre da nicht ein riesiges Problem. Akustisch wäre die Herausforderung gigantisch. Weil, muss ich sagen, der klassische Kirchenraum ist nicht für ein Metal gebaut. Der ist für eben, der ist für andere Musik gebaut. Und wie man dann das anbrächte, dass es nicht ein Gebrei gibt, das wäre sehr, sehr schwierig. Wenn es ein Livestream bekommt, dann kannst du den Ton mischen, egal was ich aus dem Raum kommt.